Liebe Genossinnen und Genossen, ich soll euch die besten Grüße aus Schaumburg übermitteln. Ich bin der Kreisvorsitzende dort und alle wünschen dem Parteitag absoluten Erfolg. Was ich hier mitgebracht habe, ist unser Mobil, ein Teil unseres mobilen Wahlkampftisches. Ich habe den ganzen Tisch mit, aber leider noch keinen Platz gefunden, um ihn aufzubauen. Wir wollten euch gerne zeigen, wie wir in Schaumburg Mitglieder gewinnen, junge Mitglieder gewinnen, wie wir dafür sorgen, dass unsere Partei Ortsgruppen bildet, die in deren Durchschnittsalter jünger als 30 Jahre ist. Mit dem geht das. Eine Rede habe ich natürlich auch mitgebracht. Die muss ich aber erst herausholen. Aber die Gesamtredezeit bleibt trotzdem bei 10 Minuten und läuft bereits. Keine Sorge. Also, ich will mich allen vorstellen. Mein Name ist Heinz-Josef Weich. Ich werde von allen Josef genannt. Und bin derjenige, von dem überall gesagt wird, der hat sowieso keine Chance. In Schaumburg sieht man das etwas anders. Es kommt nämlich nicht darauf an, dass ich eine Chance habe. Es geht eigentlich um euch, um diesen Parteitag und um unsere Partei und um die Zukunft unserer Partei. Und deswegen haben die Genossen aus Schaumburg mich gebeten, doch zu organisieren, dass ich auf diesem Parteitag 10 Minuten reden darf. Und das ist gelungen. Darum habe ich mir meine Kandidatur auch nicht ausreden lassen. Gisela und Dieter haben das mit großer Mühe versucht. Sie haben mir sogar versprochen, wenn ich meine Kandidatur zurückziehe, dann würde der Landesvorstand in Niedersachsen mit mir über meine Vorstellung reden. Als sie das gesagt haben, hat mich das enorm motiviert. Könnt ihr euch das vorstellen? Stellt euch mal vor, ihr wählt mich zum Vorsitzenden der Partei und die wollen nicht mit mir reden. Also ich persönlich glaube, dass das nicht möglich ist. Ich will euch daran erinnern, ohne Kandidatur kann man nicht Parteivorsitzender werden. Und Oskar hat das in der SPD perfekt vorgemacht. Ich habe das gesehen, ich kann mich gut daran erinnern. Und? Später hat er eine Entscheidung getroffen, das ist nicht die richtige Partei, ich gehe lieber zu den Linken, hat er gut gemacht, prima, absolut. Und dass Klaus Ernst ihn dafür geworben hat, da hat er eine Spitzenleistung vollbracht. Habe ich noch nicht bis heute gewusst. Prima, danke dir. Warum kandidiere ich eigentlich? Jetzt muss ich natürlich sagen, weil ich Parteivorsitzender werden will. Sonst glaubt mir das ja niemand. Und zwar, ich will es, weil ich will, dass unsere Basis mit einer starken, einheitlichen Stimme in unserer Partei spricht und gehört wird. Auch mit der Stimme eines Parteivorsitzenden. Deswegen kandidiere ich. Meine Kandidatur ist keine Kandidatur gegen Klaus Ernst. Das ist völliger Quatsch. Unterschiedliche Persönlichkeiten sind wir schon. Persönlich kennen wir uns nicht mal. Klaus hat seinen Weg als führender Gewerkschaftsfunktionär gemacht, kommt aus der WASG und arbeitet im Parteivorstand. Und seit neuerdings weiß ich, er fährt Porsche. Ich habe meinen Weg als Mathe-Physiklehrer gemacht, war in der SED, bin Kreisvorsitzender in Schaumburg und arbeite immer noch als Mathe-Physiklehrer an der KGS in Sehende. Ich fahre Opel.
Ich sag euch, mein Opel ist das wichtigste Fahrzeug in jedem Wahlkampf in Schaumburg. Wir transportieren mit diesem Ding alles. Er hat inzwischen 16 Jahre auf dem Puckel, war noch nie kaputt, hat 332.000 Kilometer runter, erster Motor, erste Kupplung. Die haben mir ein super Auto gebaut. Die Opelaner haben mich alle auf ihrer Seite, hundertprozentig. Aber Genossinnen und Genossen, entscheidend ist, Klaus Ernst und ich, wir sind Mitglieder derselben Partei. Wir sind Mitglieder der Linken. Und das ist entscheidend. Jetzt komme ich zu ein paar schwierigen Fragen. Mit meiner Kandidatur habt ihr die einzige Wahl, auf diesem Parteitag die Führungsspitze völlig frei zu wählen. Alle anderen Wahlen sind nämlich nach meiner Meinung eigentlich gar nicht nötig. Alle vorgeschlagenen Genossen sind Mitglieder der Bundestagsfraktion. Ein Genosse ist Mitglied der Landtagsfraktion im Saarland. Wenn ich hier nicht kandidieren würde, dann könntet ihr auch beschließen, die Bundestagsfraktion und die Landtagsfraktion des Saarlands führt die Partei. Und da sind die Fraktionsvorsitzenden Gregor und Oskar. Und die bestimmen und alle anderen machen, was sie wollen. Also wenn wir eine Alternative wollen, dann ist schon wichtig, dass ich hier kandidiere. Meine Wahl ändert allerdings die Blickrichtung, die Zielrichtung und den Fokus der Arbeit unserer Partei. Mit mir rückt die Basis an die Spitze der Partei, wenn ihr mich wählt. Ich bin nicht Bundestags- oder Landtagsabgeordneter. Ich will das auch nicht werden. Das ist nicht meine Intention. Ich bin dafür auch nicht geeignet, mich jeden Tag mit Leuten rumzustreiten, die man sowieso nicht überzeugen kann. Ich will nur für die ganze Partei arbeiten. Und die ganze Partei, das sind in erster Linie die Mitglieder, die Ortsorganisationen und die Kreisverbände. Da wird entschieden, ob wir in den Landtag kommen, ob wir Landräte wählen, ob wir es tatsächlich schaffen, die Partei und alle Werktätigen zu mobilisieren, um die Regierung zu zwingen, ihre Politik zu ändern. Ich habe mit großer Freude gelesen, dass Gesine Lötsch in ihrer Bewerbung geschrieben hat, dass sie ihre Direktwahlsiege der fleißigen und unermüdlichen Arbeit der Genossinnen und Genossen ihres Wahlkreises zu verdanken hat. Diese Grundposition ist eine gute Basis für eine super Zusammenarbeit als Vorsitzende unserer Partei. Wo drückt der Basis der Schuh? Ich muss schon trinken, meine geht nicht mehr. So, Genosse Weich, ich hatte das ja angedroht, also, auch für dich ja, gilt ist die... Um die Zeit? Ja, sie ist um. Dann, also, wo der Basis der Schuh drückt, wisst ihr alle besser wie ich. Ganz sicher. Aber eine Sache will ich doch unbedingt, oder zwei Sachen will ich unbedingt noch sagen. Wir leben im brutalsten Kapitalismus. Das bedeutet Krieg. Mit deutscher Beteiligung in Afghanistan. Inzwischen gibt es 43 Tote zu beklagen. Irgendeiner meinte, da ist die Sicherheit am Hindukusch zu verteidigen. Nein, wir müssen raus aus Afghanistan. Meine Erfahrung mit den Bürgern sagt, es gibt kaum einen, der anders denkt. Und wir müssen sie auf die Straße führen, damit die merken, die Bürger denken anders. Sonst wird es nämlich nichts. Das ist doch ein gutes Schlusswort, weil jetzt die Redezeit erschöpft und überschritten ist. Jetzt kann ich leider nicht alles sagen. Einen letzten Satz habe ich aber doch noch. Eine Bitte müsst ihr mir erfüllen, weil doch
13 eine Glückszahl ist. Als 13. Bundesland sind wir da eingezogen. Ich bin an einem 13. geboren und am 13. Februar haben die Bürger in Dresden gezeigt, wo die Nazis bleiben werden. Das ist doch super. Meine allerletzte Bitte ist, egal welche Entscheidung ihr trefft, ich habe die Bitte, dass er 3 Genossen und Genossinnen in den Parteivorstand wählt, weil sie unglaublich fleißig an der Basis gearbeitet haben und unendlich viel Erfahrung haben. Das ist Michael Hönsch aus Niedersachsen, das ist Dagmar Zoschka aus Sachsen-Anhalt und das ist Werner Schulte aus Berlin. Tut mir den Gefallen und dann bin ich völlig mit euch zufrieden. Vielen Dank, Genosse Weiß.